Anja, und wie ihr seht, habe ich Haare. Okay, das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen nur komische Einleitung, aber wir gucken uns heute Haartransformationen an, die crazy sind. Wir haben so ein Video schon mal gemacht, letztes Jahr irgendwann, falls ihr das nicht gesehen habt, ist es selbstverständlich hier oben beim i verlinkt. Aber heute, ja, legen wir nochmal eine Schippe drauf. Wir schauen uns heute an Top 10 Hair Transformations 2021. Ich glaube, das letzte Video, was ich gemacht habe, war tatsächlich Top Hair Transformations 2020. Also, mein Problem ist, ich liebe Haare. Und ich will sie ständig verändern. Wenn ihr hier schon mal eine Weile wart, dann werdet ihr vielleicht bemerkt haben, dass ich gefühlt jedes zweite Video andere Haare habe. Das liegt daran, dass ich super schnell gelangweilt werde von meinen eigenen Haaren. Dann bin ich immer piss und dann mache ich immer irgendwas, was ich bereue. Und dann denke ich mir immer so, hey, weißt du was? Ich schneide meine Haare ab. Hey, weißt du was? Ich färbe meine Haare lila. Das ist eine gute Idee. Es ist nie eine gute Idee. Ich tue es trotzdem. Und damit ich es heute nicht selber tue, schauen wir uns an, wie andere Leute es tun, bewerten es und sitzen hier judgend in unserer kleinen Ecke, während wir uns freuen, dass wir unsere Haare nur bis hier abgeschnitten haben und seitdem Extensions tragen. Yay, let's go! Und ansonsten haben wir nagelneuen Merchandise. Und zwar haben wir hier unser neues Falschrum. Standarddesign, super süß. Das sind zwei Kerzchen, sind meine zwei Kerzchen, ja. Also irre, irre cute. Wehe, irgendjemand sagt was anderes. Ich liebe meine Katzen. Ist sehr frühlingshaft. Ich finde es sehr süß. Und es gibt auch noch ein Osterdesign. Der Shop ist ganz oben in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr gerne vorbeischauen, falls ihr Interesse an Merch habt. Und ansonsten machen wir jetzt mit dem Video weiter. Okay, unsere ersten Haare sind wunderschön, lang, lockig, dunkelbraun. Was man halt so will als Friseur, der Haare färbt, weil... Also dadurch, dass ich jetzt ja schon das ein oder andere Mal meine eigenen Haare verschandelt habe, weiß ich mittlerweile ganz gut, was die einzelnen Schritte sind. Ja, was wichtig ist, wenn man Haare macht. Jetzt macht er gerade Toner drauf, damit das Ganze nicht so gelb ist. Und es sieht wunderschön aus, okay? Es sieht crazy schön aus. Es ist aschig, es hat keinen blöden Gelbstich drin, es ist glänzig, es ist glatt. Die Locken finde ich nicht so schön wie das Glatte. Dennoch, oh, wie lang die sind. Ich wünschte, ich hätte auch so lange Haare. Okay, ich bin crazy neidisch. Aber der Dude weiß, was er tut offensichtlich. Es sieht wunderschön aus. Und er hat die nächste, ja? Gleiche Ausgangshaare. Wie kriegen es Leute hin? Also, das ist halt auch Respekt, ja? Aber wie kriegen es Leute... Holy moly, ist das viel. Ihre Haare so lange wachsen zu lassen. Ich kann das nicht. Das Ding ist, das, was ihr gerade gesehen habt, das wunderschöne Gelb, ja? Das ist immer der Schockmoment. Du färbst deine Haare zu Hause, guckst in den Spiegel und du bist nur so, alles ist gelb. Ich wollte das nicht. Wieso habe ich das getan? Jetzt ist alles so gelb. Das ist nicht, wie es sein sollte. Das Ding ist, bei ihm ist es wenigstens durchschnittlich gelb. Also da ist halt alles die gleiche Ton an gelb. Bei mir ist es mehr so, hier ist es ein bisschen grünlich, dann wird es hier eher gelb und dann wird es unten wieder grünlich. Oh, was, er macht es bunt? Ihr macht es bunt? Oh, ich liebe die Farbe. Ich will es auch. Okay. Würde mir rot stehen. Oh mein Gott, ich liebe es. Es sieht so toll aus. Das Ding ist, ich liebe die Farbe. Ja, ich liebe das Ergebnis nur von den Haaren her. Aber tatsächlich finde ich, zu ihr passen eher dunklere Haare, weil sie hat ja eher einen warmen Hauttyp, ja. Und die Haare wirken für mich relativ kühl, ja, vom Grundton. Also du hast ja entweder grün, da ist dann viel lila, blau drin. Du hast halt entweder warm, also die zwei Richtungen, da ist dann viel orange, gelb drin. Und bei ihr scheint mir mehr lila, blau drin zu sein als gelb. Und deswegen sind die Haare kälter. Was jetzt an mir zum Beispiel nicht super schlimm aussehe, weil meine Haut halt so kalt ist, wie sie werden kann, ja. Es wird nicht kälter. Aber ihre wirkt eher wie warme Haut. Deswegen glaube ich, dass ihr auch warme Haarfarben besser stehen. Sie sieht unglücklich aus, ja? Sie hat ihre Haare und sie denkt sich, damn, I hate it. Ihre Haare sind splissig. Der Friseur ist so, Mann, weg mit dem Dreck. Was ich verstehen kann, ja? Obwohl es weh tut. Weil wenn du deine Haare so lange wachsen lässt, das ist wieder der Struggle mit dem Haare wachsen lassen. Wisst ihr, ich meine, es ist, I can. I wish I could. Okay. Wir sind wieder... Ich hoffe, er wieder grinst. Er hat seine Farben in der Hand. Er ist so, ich bin ready. I know what to do. Ich mache hier alles kalt. Und dann macht er mit seinem lila Zeug da drüber swirly-whirly. Und zack, ist alles Aschfarben. Und wir lieben es. Denn Aschfarben ist die schönste Farbe. Obwohl auch wieder sie hier... Ich meine, ich glaube, das ist mehr das Make-up als der Hauttyp. Ich glaube, bei ihr ist es okay. Actually, ich will jetzt nicht schon wieder pöbeln. Ich will nicht mit meiner warmen und kalten Hauttheorie hier schon wieder ankommen, okay? Wenn ihr disagreed, dann... Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Anyway, macht das schön. Schöne gerade Linie. Schöne gerade Haare.
Das muss so Spaß machen. Stell dich mal vor, ihr habt einfach so einen Rasierer. Und dann dann einfach diese Haare ab. Das Ding ist, ich habe leider nicht so viele weibliche Freunde. Und selbst wenn ich sie hätte, weiß ich nicht, ob die mich einfach so ihre Haare abrasieren lassen würden. Aber ich würde das irre gerne mal machen. Okay, scheinbar ist das die vollständige Frisur / Farbe. Sie sieht nicht glücklich aus. Ich meine, guck mal, sie ist kritisch. Sie ist kritisch. Sie guckt wie jemand, der versucht, positiv zu bleiben, aber sich denkt, okay, damit muss ich jetzt leben. Holy moly, hat sie viele Haare. Das ist so wild. Vor allem, das sind ja Locken. Überlegt euch mal, wie lang diese Haare sein müssen. Ich weiß gar nicht, was er vorhat. Will er sie blondieren? Will er sie... Weil bis jetzt macht er nur verschiedene Bausche. Okay, jetzt blondiert er. Okay, meinetwegen. Schneidet sie kurz. Er macht einen Schnitt rein. Sie sind jetzt kürzer und bauschig. Sie sehen toll aus, okay? Sie sehen toll aus. Mädchen, Respekt, ja? Crazy schön. Guck, sie ist glücklich. Die davor, die Frau, die war nicht glücklich. Aber sie war glücklich. Bevor wir mit dem Video weitermachen, wenn ihr neu hier seid und mein Gesicht das erste Mal seht, dann abonniert doch gerne diesen Kanal. Und wenn ihr schon dabei seid, schreibt doch gerne einen Kommentar. Denn es gibt in diesen Videos hier Top-Kommentare. Das heißt, wer den besten Kommentar schreibt oder halt einfach wer einen Kommentar schreibt, der dann von meinem Editor ausgesucht wird, der wird im nächsten Video eingeblendet. Also falls ihr gerne am Ende von einem Video eingeblendet werden möchtet, schreibt den Kommentar. Und ansonsten machen wir jetzt mit dem Video weiter. Okay, wir haben unseren nächsten Kunden, ja, unser nächstes Opfer. Blonde Haare, Übergang, Klassiker. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, die werden jetzt gleich silberfarben gefärbt. Ja, scheint der Standard zu sein. Du bist einfach nur so, okay, meine Haare, die sind blond, ich mache sie jetzt silber. Ich kann nichts dagegen sagen, denn meine Haare sind ebenfalls silber. Oh, das sieht toll aus. Oh, ich liebe es. Okay. Guck, sie ist glücklich. Sie ist glücklich. Oh mein Gott, das sieht aber auch toll aus. Ich bin neidisch. Das ist so ein hübsches Braun. Das ist so ein richtiges Honigblondbraun. Keine Ahnung. Oh Gott, was macht sie denn da? Nein, stopp. Stopp den Wahnsinn. What are you doing? Okay. Interessante Schneidemethode. Das habe ich jetzt noch nicht so gesehen. Das ist mir neu. Ich weiß nicht, ob das ein Ergebnis wird, was wir wollen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die ruiniert ihr mehr. Sie sieht auch aus so wie... Oh, ich habe Zweifel. Es sieht halt mehr so aus, als ob ein Kind an den Haaren anfängt und sich denkt... Wir haben auch nicht mehr unseren trusty Mann, der da normalerweise einfach Flüssigkeit auf die Haare kippt und dann ist gut. Wir haben jetzt die Frau im roten Overall. Und die Frau im roten Overall, ich weiß nicht... ob sie so Spezialistin dafür ist, ja? Die sich da so auskennt. Oh, never mind! Never vergesst, dass ich jemals was gesagt habe. What? Okay. Ich mag die Frau im roten Overall. Jetzt macht die Frau im roten Overall auch noch rote Haare, ja? Sie bleibt ihrer Farbe treu. Sie denkt sich, rot. Das ist die beste Farbe. Ich mache alles rot. Oh, das sieht bestimmt voll hübsch. Oh, das sieht bestimmt voll hübsch. Die Haare sind toll. Frau im roten Overall, mach meine Haare, bitte. Bitte, ich flehe dich an. Oder Mann mit dem gelben Schleim. Einer von euch, mach meine Haare, bitte. Ah, es ist so schön. Guck, jetzt macht sie es aber auch. Jetzt wurschtelt sie ja auch durch die Haare. Obwohl ich sagen muss, ihre Ausgangshaare waren halt auch echt hübsch. Okay, weißt du was? Nein, ihre Ausgangshaare waren hübscher. Ihre Ausgangshaare, ich meine, so hat sie ein bisschen was vom Kinder-Halloween-Kostüm-Hexe. Auch wenn sie noch so crazy guckt und macht. Ihre Haare davor waren besser. Schreibt einen Kommentar, wenn ihr anderer Meinung seid, aber ihre Haare davor waren besser. Das ist ein Fakt. Da ist wieder unser glücklicher Mann mit dem gelben Schleim, den er gleich wieder benutzt, um die Haare... Ich sehe es doch schon kommen. Der ist jetzt gleich wieder so, ich mache die Haare mit Gelb, mache ich drüber und dann wird das schön aschfarben und dann sieht das am... Guck, da ist er! Da ist er! Ja, er ist auch so enthusiastisch dabei. Und es wird dann so richtig schön sandfarben, aschig, wunderschön. Ach! Guck,
wie er auch grinst. Jedes Mal, wenn man sieht, dann grinst er. Und ihre Augen leuchten richtig. Sie guckt in den Spiegel und denkt sich, damn, das sind meine Haare. What? Das ist ja crazy. Ich wünschte, ich hätte geborenerweise solche Haare und nicht nur gefärbt. Guck, wie glücklich sie ist. Okay, langsam hat sie keinen Bock mehr, dass sie ihr die ganze Zeit die Haare fährt. Respectable, muss ich sagen. Ich meine, sie ist glücklich. Ihre Augen sagen, ich bin glücklich. Aber ihr Mund sagt, ich würde gern nach Hause gehen. Bitte hör auf, die ganze Zeit das zu machen. Aber er lässt sich nicht aufhalten. Ah, sieht toll aus. Okay, wir haben nochmal lange braune Haare. Ich muss sagen, das fühlt sich immer richtig furchtbar an. Ich hasse das, wenn Leute so die Haare antupieren. Es fühlt sich immer an so, okay, ja, ich breche jetzt einfach alle deine Haare ab und danach siehst du aus wie eine Vogelstreiche. Aber vielleicht, ja, wissen die Leute von Hair Inspiration, ja, was sie tun. Wer weiß. Ich weiß es nicht, aber vielleicht wissen sie es. Okay, sie machen blonde Strähnen. Nichts, was wir noch nicht gesehen hätten. Gelber Schleim, wir sind wieder bei dem Mann mit dem gelben Schleim, ha? Huh? Ich liebe den Mann mit dem gelben Schleim, guck mal. Guck mal, wie schön er das einschleimt. Oh. Die Haare sehen halt einfach toll aus. Die Haare sehen halt einfach crazy gut aus. Ich will auch so Haare. Das sind Haare. Wenn ich dunkle Haare hätte, dann sind das die dunklen Haare, die ich gerne hätte. Okay, das ist ein Fakt. Das war's dann aber mit Haartransformation. Falls ihr möchtet, dass ich sowas nochmal mache, dann schreibt mir das gerne, gebt dem Video einen Daumen hoch. Dann sehe ich, dass es euch gefällt. Und wie gesagt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne diesen Kanal. Über 70% von euch Nasen, ja, haben den Kanal nicht abonniert, obwohl ihr die Videos schaut. Aber ihr könnt das ändern, ja. Ihr geht einfach runter, drückt den Knopf, tick, und dann hat sich das erledigt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Vergesst nicht, den Merch anzuschauen, falls ihr das wollt. Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.